Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Opening hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass du da draußen wieder da bist. Danke, dass alle, die das letzte Video mit einer positiven Bewertung bewertet haben. Und gar nicht lang schnacken, ab in den silbernen Nacken. So, wir öffnen die letzten 27 Booster plus die Bonusse und hoffen, dass sehr bald das neue Set rauskommt. Erstmal gibt es ein Pandir, ein Blutzug, Dedenne, ein Phyrnontor Reverse und ein Klick-Di-Klack. Geht besser, aber wir sind ja erst am Anfang. So, hier haben wir einen Vulnona in einem sehr coolen Artwork, richtig so Kitsune-Style. Und erster Hit, Schwerthold und Schildrich. Wer liebt sie nicht aus der After-Story von Schild und Schwert? Oder wer liebt sie überhaupt? Und noch ein Milotic. Ein sehr schönes Pokémon. Wirklich sehr schönes Pokémon. Und es geht direkt weiter. Wir keine Müdigkeit vortäuschen hier. So, wir haben ein farbiger Reverse. Und ein Regidrago V. Na, das geht doch. Sowas wollen wir sehen. Soweit wollen wir sehen. Und wir öffnen direkt noch eins. Komm, komm, komm. Dann wird nochmal das coole Vulnona. Finde ich sehr nice, das Artwork. Und nochmal Milotic, aber diesmal in der Trainer Full Art. Hübsch. Und noch ein Seraora. Boah, ein krasses Pokémon. Richtig krasses Pokémon. So ein pseudo-legendäres Ding. So, Siegfried, ein Lantern Reverse und Phoenixes als Non-Holo Feuerstarter der sechsten Generation. Ich mochte die sechste Generation. Ui, da haben wir ein Altaria in einem sehr, sehr Sailor Moon-mäßigen Artwork. Brian, ein Fukano Reverse. Und passend zu dem Regidrago gibt es noch mal das Regilecki. Sehr nett, sehr nett. Es braucht noch mehr Regis. Wir brauchen mehr Regis. So, haben wir hier was Schönes? Nichts Neues, aber wir haben zwei Verdeckte. Nochmal Watti. Watti hatten wir ja letztes Mal schon gezogen. Mit der Elektrotrainerin aus der fünften Generation. Und ein Ursaluna V. Ja. Wieso ziehen wir heute so gut? So. EFM. Ein blättrigen Tarnponcho. Und ui, schillerndes Simsala auf den Nacken. So wie ein Fiaro. Ich sag euch, wenn ihr die sechste Gen spielt und am Anfang nehmt ihr nicht den Feuerstarter, dann könnt ihr euch einen Daratiri direkt auf der ersten Route fangen und habt mit ihm einen richtig guten Feuerangreifer. Einer geht noch drin. Nichts Neues und Hisui Washakwil. Ich mag es. Ich habe es nie trainiert, aber ich mag es. Gucken wir mal, ob unser super süßes Fusionsstrike noch gönnt. Hopp, 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 hopp. Oh, das ist einiges neu wieder. Morpeko. Legios. Nochmal ein Fukano. Sehr voll. Da, nochmal Camilla. Diesmal aus Schwarz und Weiß. Die dunkelhaarige war aus Schwarz und Weiß 2. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, sollte ich mich da vertan haben, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Hier haben wir ein Tyrakrok, ein Badendes. Darkai. Meryl Reverse. Und wir beenden mit einem Karate Gamma Mama.
Sehr schön. Damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne mit einem Daumen nach oben bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Reingerockt.